Yo Leute, willkommen zurück zu einem weiteren React auf realer Irrsinn. Ich mache mir immer gerne den Joke daraus, dass wir uns das doch einfach mal anschauen können. Das kennt ihr ja schon, 5 Parts lang. Jetzt sind wir schon im 6. Part und irgendwie bezieht sich meine React fast nur noch daraus. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, was ich vielleicht noch reacten kann. Und würde einfach sagen, wir schauen jetzt hier einfach rein und ich sehe gerade, ich bin in eine Playlist gerutscht. Naja, wir kriegen das schon hin. Unser erster Part nennt sich heute Biomüll, Irrsinn in der Region Trier. Okay. Hier in der Region Trier wird Biomüll getrennt entsorgt. Oh ja? Ist ja auch gut für die Umwelt. Dafür präsentieren das Land und der Abfallentsorger ART ihr innovatives Konzept fürs neue Jahrzehnt. Eine Papiertüte im Designer-Eimerchen. Wofür bitte? Seit Mitte Dezember, also schon vor dem 1.1., haben wir ein Designer-Eimerchen mit einer durchsiffenden Tüte und laufen jetzt spazieren mit unserem Biomüll. Warum müsst ihr das? Habt ihr, Anstatt der Biotonne, die komfortabel und bürgerfreundlich vor der Haustür abgeholt wird, muss man halt diesen Biomüll zu einer zentralen Station bringen. Und diese zentralen Stationen liegen natürlich an den zentralen Orten und, hier. Moment, das ist doch nicht in ihrem Leben zentral. Also... Es ist natürlich mit ein bisschen mehr Aufwand verbunden, weil man natürlich zu dem Container gehen muss, aber man ist einfach flexibler. Ja, aber, mal kurz gefragt... So wie das schon gerade hieß, hat jetzt komplett eine bestimmte Region in Trier komplett gesagt, es gibt jetzt keine Biotonnen oder an sich Mülltonnen so für den in der Nähe des Hauses, sondern du musst wirklich jetzt, wer weiß wohin, damit laufen oder was? Ja, Flexibilität, die begeistert. Das heißt, ich bin ungefähr 20 Minuten beschäftigt, nur um meinen Biomüll vom Tag, von dem einen Tag in den Container zu tragen. Sie wollen also jetzt damit sagen, ey Leute, ihr bewegt euch zu wenig. Wir machen das jetzt mal so, dass ihr jetzt schön ein extra Behältnis habt und ihr lauft, wer weiß wie weit. Was ist mit den Leuten, die irgendwie schwere Probleme haben im Laufen? Rollstuhl, Rollator, die in Krücken laufen müssen. Ich habe vorab gefragt, ob denn diese Container für Rollstuhlfahrer zugänglich sind. Hab die Antwort bekommen, ja, das sollte funktionieren. Ja, es funktioniert leider nicht. Moment, die muss das wirklich so handhaben? Zähne zusammenbeißen und einfach nur schnell den Hügel runterrollern. Da ist man doch, viel flexibler. Ups. So. Dann leider nicht. Aber es geht nun mal um die Umwelt. Weniger Wege für die Müllwagen bedeuten weniger CO2, Benzin und Feinstaub. Toll. Ich fahre mit dem Auto hin. Ich fahre mit dem Auto. Na gut, aber ansonsten ist die Biotüte echt eine saubere Sache. Die Leute sind also auf die glorreiche Idee gekommen, mit dem Auto hinzufahren. Das heißt, während man zwar irgendwie mülltechnisch was für diese Umwelt tun will, fährt man jetzt mit dem Auto, das auch nicht so ganz für den Umweltsuite ist, dann jetzt dahin, oder was? Und Überraschung, deswegen machen alle mit. Wir haben das... Die Tonne ist voll. ...schlichtweg unterschätzt. Uns ist definitiv das Aufkommen an Bioabfällen zum Jahreswechsel, damit haben wir so nicht gerechnet. Tja. Oh nein, es wird zu viel Müll produziert. Wann, wie, in was für Abständen wird die denn bitte abgeholt? Dann wird die ein oder andere Tüte eben in der Natur kompostiert. Wir müssen jetzt aber zugegebenermaßen natürlich auch zusehen, dass wir das jetzt ganz schnell so hinkriegen, dass es für die Leute auch immer noch Spaß und Freude macht, das System zu nutzen. Und wie viel Spaß das macht. Einzigartig, die Biotüte der ART. Die wollen das ernsthaft so handhaben. Es ist scheißegal, wie das jetzt läuft. Uns ist das so egal. Wir wollen, dass ihr weiterhin das nutzt, weil das so Spaß macht. Fast täglichst
eine kleine Tüte in so einem extra Kasten zu packen, den da reinzustopfen, den Müll da reinzupacken und dann täglich, wie die eine Dame schon sagte, 20 Minuten sowohl hin als auch zurück plus das Reinwerfen. Was erwarten die? Und die Leute sind damit jetzt dann viel aktiver, sind viel gesünder, sind viel agiler und alles Mögliche. Ich finde es ein bisschen komisch gelöst, dass die das wirklich genau so handhaben wollen. Wenn ich mal überlege, hier in meiner Gegend, soweit ich weiß, hat jeder eine normale Restmülltonne. Ich glaube sogar, du kannst eine Biotonne noch extra bestellen. Also ich weiß, dass es bei meinen Eltern mal eine gab. Bis die umgezogen sind, dann war die nicht mehr, glaube ich. Ich find's interessant. Unnötig. Und komisch. Kommen wir zu Punkt 2 des Videos, das sich da auch schon sehr interessant klingt, weil es ist Pfusch an der Fischtreppe in Geesthacht. Wenn die jetzt schon im Titel schreiben, Pfusch, ist das dann noch ein guter realer Irrsinn? Ja, mal gucken. Mal gucken. Hier an der Elbe hat der Mensch bewiesen, Kohlekraft hat auch ihre schönen Seiten. Diese einzigartige Fischtreppe in Geesthacht hat der Energiebetreiber Vattenfall gebaut. Moment mal, wie sieht die denn aus? Wie bauen wir das? Am besten alles auf einem Fleck. Ja, komm, lass uns das so komisch bauen. Okay. Als Ausgleich für ein Kohlekraftwerk. Die größte Fischtreppe Europas. Ein Prachtbau für insgesamt 30 Millionen Euro. Und das alles, damit der Fischelb aufwärts den Weg zu seinen Laichplätzen findet. Da freuen sich auch Naturschützer. Das gibt auch Hoffnung, dass man im ganzen Elbegebiet wieder einen Fischbestand kriegt, der dem natürlichen Fischbestand nahe kommt. Damit die Fische überhaupt den Weg in die Treppe finden, jetzt bin ich gespannt. War der Mensch so nett und hat extra diese Überlaufrinnen auf dem Damm gebaut. Die Strömung funktioniert wie ein Wegweiser, damit die Fische den Eingang finden. Das Wasserstraßenamt weiß, was der Fisch denkt. Damit die Fische, die hier aufsteigen wollen, erkennen können, aha, hier kommt mir Strömung entgegen, da muss es wohl zum Fischpass gehen. Doch jetzt gibt's leider keine Strömung mehr. Das Elbwasser hat den Damm beschädigt. Okay, das heißt, die Menschen entscheiden also jetzt offiziell, wie die Fische sich bewegen, welchen Weg sie einschlagen. Der wurde dann eiligst und ohne, dass man da noch was gegen tun konnte, dicht gemacht, zubetoniert. Tja, Sand. Moment, der ist zubetoniert worden, obwohl gesagt wird, der ist statt Wasserfall. Damit der Damm stabil bleibt, hat das Wasserstraßenamt die Lokströmung einfach zugeschüttet. Ja, und warum? Ganz ehrlich, sie bauen extra was, damit es, es halt besser ist, es reicht für die Fische, bla. Und weil das Ding jetzt so brüchig ist, bauen sie das Ding jetzt zu, oder was? Mit Tonnen von Kies-Sand-Gemisch. Kann ja keiner ahnen, was so ein Fluss für Kräfte hat. Natürlich nicht, nein. Wurde nicht teils gesagt, dass das Wasser mit eines der krassesten Kräfte überhaupt besitzt? Das ist zu früh, jetzt hier von Fehler und Schuldzuweisung zu sprechen. Man muss sich das nochmal genau jetzt anschauen. Da baut der Mensch extra eine Deluxe-Fischtreppe und die undankbaren Fische finden jetzt den Eingang nicht? Oh nein! Oh, wie ganz schlimm! Oh nein! Ich glaube, grundsätzlich bei den Fischen läuft es wirklich ein bisschen mit Strömung hinaus, aber jetzt ist sie ja weg. Dann sollen sie halt die alte Fischtreppe nehmen auf der anderen Elbseite. Da drüben. Moment, stopp. Die bauen was hin, bezüglich, dass die dieses Ding hier kriegen. Das Ding finden sie nicht. Hier ist so viel Möglichkeiten, dann vorbeizukommen. Nein! Ihr sollt da hinten landen. Was ist denn hiermit? Das hier ist also verboten.
Das heißt, wenn sie von hier so, sagen wir mal, schwimmen, ist es hier verboten, ist es hier verboten? Nein, die müssen da hinten irgendwie ganz komisch sich bewegen, um hier hinten dran zu kommen? Geht gar nicht mehr. Ist alles zugeschüttet, die müssten laufen oder fliegen. An diesem Ufer ist die Fischtreppe komplett dicht. Ist halt alles etwas marode, aber der Mensch hat eine konstruktive Lösung. Ja, jetzt bin ich auf diese... Upsa. Auf diese Lösung bin ich doch jetzt wirklich... Wieso ist das denn hier so lose? Egal. Bin ich echt auf diese Lösung gespannt. Da bin ich jetzt mal ganz ehrlich gespannt, wie sie das lösen. Wollen die jetzt dann alles schließen, damit die Fische irgendwie, weißt du was, bloß diesen Weg finden? Oder bauen die da jetzt irgendwie... Oh, jetzt bin ich ja gespannt. Wie man das dann konstruktiv anordnet, ist eben etwas, was wir in den nächsten Monaten und auch sicherlich eher Jahren angehen werden. Ja, gut, dass der Mensch sich kümmert. Da kann der Fisch auch mal dankbar sein. Und überhaupt, ohne das Kohlekraftwerk in Moorburg hätte es die Fischtreppe nie gegeben. Die hat der Energiebetreiber Vattenfall als ökologischen Ausgleich bauen müssen. Wenn der Ausgleich nicht funktioniert, dann darf das Kraftwerk Moorburg auch so nicht betrieben werden, wie es ursprünglich von Vattenfall geplant war. Da könnte man das Kraftwerk doch auch einfach zuschütten. Der Mensch hat immer noch die besten Ideen. Nein, hat er nicht. Und ich weiß auch ganz ehrlich gesagt nicht wirklich, was ich da noch zu sagen soll. Sie planen extra was, damit das ein bisschen besser wirkt und Co. Und dann verhunzen sie es. Schreibt mir mal bitte mal. Ich weiß nicht wirklich, was ich hier zu sagen soll. Schreibt mir bitte in die Kommentare, was ihr dann davon haltet. Wo da die Logik hintersteckt. Weil ich weiß echt. Ich habe keine Ahnung. Video Nummer 3 nennt sich nun Lehrerzug in Thüringen. Steigt da keiner ein? Ist der Bahnhof zu? Entschuldige, dass ich anfangs immer ein bisschen am Raten bin, aber man will ja mal, irgendwann reiht man ja die Logik oder den Sinn oder versucht den Sinn dahinter zu verstehen. Der Hauptbahnhof von Nordhausen in Thüringen. Hier gibt es jeden Morgen einen Zug, der nach Niedersachsen pendelt. Guten Morgen, Herr Reinwoth von der Initiative Höchste Eisenbahn für den Südharz. Entschuldigen Sie, ist das der Sonderzug nach Niedersachsen? Morgens um 4:30 startet hier ein Zug nach Göttingen. Und schon kann man mal eben dahin... Moment, was? Nanu? Nein, in diesen Zug kann man in Nordhausen morgens nicht einsteigen. Nein. Wofür existiert... Sie bauen... Sie haben da extra einen Zug, der da hoch... der Richtung Göttingen fahren soll. Am frühen Morgen schon direkt. Warum fährt der denn dann, wenn da ja keiner einsteigen soll? In diesen Zug kann man in Nordhausen morgens nicht einsteigen. Aber dann bestimmt am nächsten Bahnhof in Niedersachs-Werfen. Nein, man kann nicht einsteigen, weil er durchfährt. Na, dann steigt man eben in der nächsten Station ein. In Woffleben. Er hält auch nicht in Woffleben. Wo hält er denn dann? Er hält zum ersten Mal in Elrich. Also, Herr Reinwoth, passt doch. In Elrich, dem letzten Ort in Thüringen vor der niedersächsischen Landesgrenze. Dann kann man eben von hier aus nach Niedersachsen fahren. Man kann in Elrich in den Zug einsteigen, aber nur in den Teil, der wieder zurückfährt nach Nordhausen. Was? Was? Der Zug fährt von Nordhausen aus los, schlägt aber zu, nein, da darf jetzt keiner einsteigen. Wir fahren jetzt komplett durch bis nach Elrich, teilen uns da und der Teil, der also wieder zurück nach Nordhausen fährt, da sollen die Leute einsteigen. Was ist mit denen, die nach Göttingen wollen? Die müssen jetzt den späteren Zug nehmen, oder was? Ach so, in Elrich wird nämlich der Zug getrennt. Und wer zur Arbeit nach Niedersachsen will, darf leider immer noch nicht einsteigen. Das geht erst hinter der Landesgrenze. Warum?
Schließlich müsste das Land Thüringen für den Transport von Fahrgästen knapp 66 Euro am Tag bezahlen. Pro Tag? Na, das geht nun wirklich nicht. Also fährt in Nordthüringen seit 2018 jeden Werktag ein Zug, besetzt mit zwei Lokführern, gästelos durch das Land. Wo ist denn die Logik bitte dahinter? Es sind 66 Euro. Wie viel bekommt die Bahn jährlich? Okay, ja, natürlich erhöhen sich auch die Tickets. Aber das sind nur 66 Euro. Das kriegst du mit wie vielen Gästen zusammen? Gut, ich weiß jetzt nicht, wie viel grundsätzlich ein Ticket von Nordhausen nach Göttingen kostet, wenn du jetzt wirklich von da nach da fahren willst. Es ist zwar nicht mehr so wie vor 1989, dass man also quasi erschossen wird, wenn man über die Grenze will, aber die Grenze ist spürbar. Tja, in Nordthüringen werden eben nicht nur Waggons abgehängt. Ich kapiere es nicht, warum? Wenn Sie doch grundsätzlich es so handhaben wollen, diese 66 Euro nicht zahlen zu wollen. Warum machen sie es dann nicht einfach so und sagen, okay, dann fährt dieser Zug einfach überhaupt nicht von Nordhausen los, sondern fährt er grundsätzlich in Elrich los. Und lässt am besten den Teil, der über die niedersächsische Grenze, Bundesgrenze fährt, nicht einfach dann weg. Weil der Zug bringt ja so gesehen ja gar nichts. So bringt der Zug ja überhaupt nichts. Und seit wann ist es denn auch bitte so schwierig, bitte schön diese, ich find's komisch, es ergibt kaum wirklich einen Sinn, aber man hat schon mal einen Sinn, was Sinn ergeben. Naja, ihr könnt ja wie gesagt gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare posten und ich würde sagen, das war's dann auch schon wieder mit diesem kleinen realen Irrsinn-Video. Wenn es euch doch soweit gefallen hat, dann lasst doch eine kleine feine Bewertung da. Wir sehen uns bei einem anderen Video, bei einem anderen React in meinem Livestream. Bis dahin und ciao.